Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unserem heutigen Tag am 20. September 2017? Heute ist Neumond. Sonne und Mond treffen sie sich. Im chinesischen Astrologie sagt man, die Himmelskaiser und die Himmelskaiserin ziehen sich zurück. Mit anderen Worten bedeutet das, dass Sonne und Mond, die beiden Lichter in gleichen Tierkreiszeichen, in gleichen Gradzahl stehen. Sie bilden sich eine Konjunktion. Und das ist heute in Tierkreiszeichen Jungfrau. Diese Momente dürfen wir nutzen in unserem Leben. Das ist nach innen schauen, das inneren Licht erkennen. Klarheit, Orientierung, aber das gewinnen wir dann, wenn wir zurückziehen, zur Ruhe kommen oder sogar meditieren. Dieser Neumond wird beeinflusst von einem Stern und dieser Stern heißt Markeb. Dieser Stern Markeb befindet sich im Schiff Argo. Und es ist bekannt in Mythologie, weil die Argonauten sind mit diesem Schiff gefahren, das goldene Fell des Widders zurückzuholen. Das bedeutet auch Bewegung. Aber bevor wir bewegen uns in unserem Leben, sollen wir erstmal orientieren. Von außen kommt noch ein Einfluss von Uranus, das sind unerwartete Ereignisse und Veränderungen und dieser Einfluss verunsichert uns momentan. Also wichtig auch warten, etwas vorbereiten, etwas noch erkennen oder einfach nur zur Ruhe kommen, weil in Ruhe liegt die Kraft. Also das ist diese Neumondposition. Dann ist es wichtig noch, beschreiben diese Sternmarkeb. Markeb wird auch bezeichnet als Argus, dieser Riese mit 100 Augen, die Argus-Augen. Und es ist auch eine Botschaft für uns, wir sollen in vielen Richtungen schauen gerade. Und ich schaue jetzt mal die einzelnen Tierkreiszeichen. Die Tierkreiszeichen Jungfrau geborenen wird in der nächsten Zeit wichtige Thema sein, die Liebe, Partnerschaft. Die Jungfrau geboren haben etwas vorbereitet und es bringen sie ins Licht. Das bedeutet Aufstieg. Es werden auch neue Kontakte da sein. Es bewegt sich einiges bei den Jungfrau geborenen und sie können damit rechnen, dass es unerwartete Ereignisse kommen, Umbrüche und Veränderungen. Damit sie da vorbereitet sind und verlieren die Zweifel, diese Unsicherheit, was in die Gefühle gerade bei der Jungfrau geboren, brauchen die erstmal die Ruhe und die Orientierung und dabei hilft dieser Neumond. Und wenn die Mond beginnt ihre zunehmende Mondphase, dann beginnt auch diese Bewegung. Bei Tierkreiszeichen Waagengeborenen sind Möglichkeiten da. Aber die Waagengeborenen zweifeln daran oder haben Angst von Veränderungen. Was die Waagengeborenen dabei hilft, mit jemand ein Gespräch führen, vielleicht einen Rat holen oder mit jemand einen Austausch in vertrauter Umgebung. Weil da bekommen die Waagengeborenen die Sicherheit, die Bestätigung oder das innere Gleichgewicht. Also ein guter Rat bekommen gerade die Waagengeborenen und ein Gespräch hilft bei Entscheidungen und kommt auch eine baldige Bewegung.
Die Tierkreiszeichen Skorpion geborenen haben einen guten Einfluss von diesem Neumond. Und die Skorpion geborenen werden ihren inneren Kraft spüren. Und sie bringen auch ihren Finanzen in Ordnung und in die nächste Zeit haben die Skorpion geborenen Glück und Gewinnchancen in Finanzen. Aber das Liebesleben kommt auch in Ordnung, weil die Energie hat sich verändert. Venus bewegt sich im Tierkreiszeichen Jungfrau und dabei unterstützt die Skorpiongeborenen. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen sind Einschränkungen da. Die kommen gerade aus dem Gleichgewicht. Es sind Spannungen, Hindernisse, Schwierigkeiten. Dieser Neumond, dieser nach innen schauen und Nachdenklichkeit kann auch dazu führen, dass die Schützengeborenen eher traurig sind. Ein bisschen Geduld noch, weil in den kommenden Tagen kommt mehr Leichtigkeit, mehr Bewegung. Also im Vertrauen bleiben. Was die Schützengeborenen hilft, die Bewegung in vertraute Umgebung, einen Besuch machen oder jemand einladen oder eine kleine Reise. Die Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen brauchen Sicherheit, Stabilität und ein Zuhause. Und es bringen auch in Ordnung. Die Steinbockgeborenen haben wunderbare Einfluss gerade. Schöne Gespräche, eine gute Nachricht und jetzt auch in die Liebe. Endlich kommt das auch in Ordnung. Und die Thema eigene Zuhause oder die wohnliche Situation, das zu verbessern oder sogar verändern, das ist das Thema auch bei den Steinbockgeborenen. Die Tierkreiszeichen Wassermanngeborenen sind die Einflüsse von außen, macht die Wassermanngeborenen eher unsicher oder die Gespräche werden unklar sein. Was die Wassermanngeborenen gerade hilft, eine gewisse Leichtigkeit, wie ein spielerisches Kind, damit meine ich nicht kindisch zu sein, sondern unbeschwert, fröhlich. Das ist, was gerade bei den Wassermanngeborenen Kraft gibt. Und dann entdecken sie ihren inneren Kraft, auch ihren Ideen. Und in kommenden Tagen kommt auch mehr Leichtigkeit. Die Wassermanngeborenen arbeiten gerade auch ihrem Selbstbewusstsein. Und was hilft gerade, die Tag zu genießen und auch diese Leichtigkeit, die Lebensfreude des, was die Wassermanngeborenen gerade hilft. Die Tierkreiszeichen Fischengeborenen fühlen sich hin und hergerissen. Auf die Gespräche achten. Es können Täuschungen und Enttäuschungen kommen. Eine Nachricht von außen und das bringt Unklarheiten oder es entspricht nicht die Wahrheit. Der Bereich, wo das passiert, das ist im Arbeitsplatz. Oder gibt's Gespräche hinter dem Rücken oder Intrigen. Damit können gerade die Fischengeborenen rechnen. Also vorsichtig sein, auf den Gesprächen achten, nicht alles glauben und auch nicht zulassen, dass jemand etwas sagt. Und das verletzt gerade die Fischengeborenen und fühlen sie sich enttäuscht. Also auch die eigene Meinung zu vertreten. Und da brauchen die Fischengeborenen Kraft und Stärke und Mut auch. Und diese Situationen bereinigen gerade die Fischengeborenen. Und wichtig ist auch, das innere Gleichgewicht bewahren, also auch die Ruhe bewahren. Die Tierkreiszeichen Wiedergeborenen können damit rechnen, dass das Einflüsse kommt von außen, das kommt plötzlich, unerwartet und dadurch ändert sich etwas im Leben. Umbrüche, Veränderungen sind möglich. Hier ist aber noch ein Klärungsbedarf da. Also wir brauchen heute diese Argusauge, alles anschauen.
und etwas noch überprüfen. Hier ist nicht die richtige Handlungsweise, schnell Entscheidungen zu treffen oder spontan handeln, weil hier brauchen wir den kritischen Verstand, etwas noch überprüfen. Hier brauchen wir die Jungfrau-Energie. Wenn das alles stimmig ist, dann erst Ja oder Nein zu die Situation sagen. Und wenn Mond verlässt diese Neumond-Position und beginnt die zunehmende Mondphase, das wirkt auf uns alle, auch für die Wiedergeborenen, nimmt etwas zu, nimmt etwas in Bewegung und in den kommenden Tagen werden wir auch etwas klar und deutlich erkennen. Aber bisschen Geduld noch. Bei Tierkreiszeichen Stiergeborenen ist eine wunderbare Energie. Die Stiergeborenen befinden sich immer noch in Wandlung, aber jetzt kommt Unterstützung. Sie bringen das in Ordnung. Auch in die Liebe bewegt sich etwas und es ist schön und angenehm. Das heißt, es kommt alles in Form. Schöne Gespräche sind zum Erwarten. Die Stiergeborenen spüren auch die Kraft und die Mut, auch die Bewegung und haben auch Gewinnchancen. Und das ist ein gutes Gefühl. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen fühlen sich gerade eingeschränkt oder sind Hindernisse da. Ein bisschen Geduld noch, in die kommenden Tagen kommt mehr Bewegung, kommt mehr Leichtigkeit. Eine Reise hat eine Bedeutung bei den Zwillingsgeborenen. Das kann auch eine innere Reise sein und dazu eignet sich gut diese Neumondposition. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen ist ein beruflicher Aufstieg und ihr Liebesleben kommt auch in Ordnung. Es fühlt sich auch ruhig und angenehm an im heutigen Tag. Es kann sein, dass in die kommenden Tagen Einflüsse kommt von außen, das bringt die Krebsgeborenen aus dem Gleichgewicht. Oder sind Einschränkungen da, aber das ist nicht heute, sondern in kommenden Tagen. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen ist jetzt etwas ruhiger, aber die bringen etwas in Form. Und sie können auf sich selbst vertrauen und auch ihren vertraute Umgebung, weil da kommen die Gespräche, da kommt etwas in Bewegung und auch Hilfe von außen. Und die Löwengeborenen können das Vertrauen, das in die vertrauten Umgebung, Hilfe bekommen und dadurch kommt etwas in Form. Diese Tagesenergie oder diese kosmische Energie, was unserem Leben beeinflusst, bestimmt nicht unserem Schicksal, aber hat einen Einfluss auf unser Leben, auf unserem Alltag. Es wirkt auf jeden Tierkreiszeichen anderes und das ändert sich ständig. Das ist in ständiger Bewegung, aber das ist immer noch nicht individuell. Wenn jemand Interesse hat, das Maß geschnitten zu berechnen, wie ist ein bestimmter Tag oder wie verläuft ein Termin, das kann ich ganz genau sogar auf die Stunde beschreiben. Unten bei der Beschreibung befindet sich mein Kontaktdaten. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.